Hallo Leute, willkommen zu einem kleinen Minecraft-Let's Play. Ja, darf man so nennen. Ein kleinen Together und zwar mit Mr. Carlots Gamer. Sag hallo. Hallo. Er ist der Herr TNT-Crafter hier. Und wir machen hier eine kleine Runde PvP auf dem geilen Servo. IP steht natürlich in der Beschreibung. Und worum es hier geht, ist ganz einfach. Ihr seid in einem Team. Und in diesem Team, die haben halt bei uns, wir sind in Blau. Hallo! Hallo! Die haben einen blauen Namen und ich bin der Carlot. Halt die Fresse. Und nicht Carlot. Von mir aus. Und wenn ihr halt sagen, halt die Fresse. Wenn die halt blauen Namen haben und die seid im Blau, müsst ihr die mit dem roten Namen töten. Ganz einfach. Und ihr seid halt immer im Spawn und vom Spawn aus müsst ihr direkt zum Gegnerteam und die sozusagen platt machen. Hier gibt es teils auch Ziele, wie zum Beispiel Capture the Flag, also ihr müsst die Flagge holen und die zurückbringen zu eurer Base. Und so ist es ganz lustig. Und hier kommen wir auch schon direkt in den ersten Kampf. So, ab in den Kampf. Oh, scheiße, und wir sind schon tot, weil die zu dritt waren. Hui. So. Ah, ab in den Kampf. Hui. Wow, das war zu weit. Oh Gott. Zu viel. So ist das immer. Ich bin tot. Ja, ich bin jetzt auch schon zweimal gestorben. Diese Workbench mit Redstone-Fackel drauf sind Teleporter. Klar, Headshot, nice. Mir hat's voll den Fail beim Spawn. Das ist auch geil, okay. Bei gewissen anderen Maps ist es halt so, dass mein Gott, dass da halt der Spawn blockiert wird durch irgendwelche Junkies, die da irgendwas platzieren, aber naja. Nee, ich bin auch so weit gefallen. Ich fall auch die ganze Zeit aus der Map. Total mühsam. Alter Schwede. Hui. Junge, Alter, ich werde noch verrückt. Ich find's lustig. Junge. Ach, der ist blau. Ich habe keinen Bogen. Ja, Bogen kannst du, wenn du im Chat eingibst. Slash Archo oder Soldi oder Soldo. Und so weiter, da gibt es mehrere Sachen. Kannst du einfach mal eingeben, sehr schön. Geil. Ich habe einen Bogen. Ja, aber die sind schnell tot, also die Typen im Bogen. Aber. Okay, Scharfschütze. Hui. Bam. Hä? Kann es sein, dass da drüben. Nein. Oh. Ich fall immer aus der Welt, ne? Immer. Ich konzentriere mich jetzt mal kurz. Ja, wie lange wollen wir denn die Aufnahme machen? Keine Ahnung. Ich fliege immer zu weit. Ist richtig mühsam. Hey, wenn du nochmal Soldier nimmst, als Soldat, dann kannst du mit Rechtsklick im Schwert Blöcke hochfliegen, klettern, whatever. Also auch an Lianen, falls du mal runterfallst. Ja, okay. Alter. Wenn wir Steaks, wir haben hier drei Steaks, wenn wir eins essen, wird unsere Gesundheit teils ein bisschen aufgefüllt, das ist aber recht nett. Ich dachte, das wären Kakaobohnen. Lol. Ja, in meinem Texture Pack sieht das so aus. Okay. Du bist auch eine Kakao. Ich würde mal sagen, wir machen einfach pro Aufnahme eine Map. Ja. Die Maps sind halt nicht so lange, aber. Okay, und wir haben. Ja, wir machen es dann so. Die nächste Aufnahme wird bei mir sein, oder? Ja, ich denke schon. Ja. Eine Abwechslungsweise. Ja. Eine Aufnahme machen wir etwa 15 Minuten. Nee, das ist zu kurz für diese Map, weil die gehen halt schon länger. Aber einfach eine Map pro Folge. Okay.
Die Map haben wir eh schon angefangen, die wird nicht mehr lange gehen, von dem her. Oh, ich hab grad voll die Frame-Einbrüche. Aber das ist nur bei Minecraft. Na, das kenne ich. Minecraft ist schon so ein Mysterium. Ja, nee. Frame Drops überall und dann spielst du irgendwie ein High-End-Spiel, so Battlefield, und da ist einfach so 60 FPS ohne Einbrüche. Ja, das kenne ich. Mysterious. Warum explodiert da etwas? Die haben teils so Explosivpfeile. Och. Ja, was kann ich alles machen? Slash Soldier. Soldier, Heavy, Archer und noch irgendwas, glaube ich. Du kannst noch irgendwie mit Achievements spezielle Klassen freischalten. Wie zum Beispiel Assassin oder oh, Medic und alles Mögliche. Ja, okay. Ist schon noch geil. Ja, schon geil. Soho, jetzt kommt sie dann. Oh, Alter. Ich bin jetzt Spawn ganz witzig, aber so runter. Wo Ich bist bin jetzt. du? Wo bist du überhaupt? Ja, Wir gerade vom müssen Spawn zusammenbleiben. runtergejumpt. Ich will einen töten. Ich bin mega schlecht, ich fall die ganze Zeit runter. Nein. Warst du das gerade? Ich bin an Lianen gewesen. Lol. So traurig. Die Bogenschützen, ne? Es ist so übertrieben, wie viele Pfeile an mir vorbeifliegen. Ja, ne. Die schießen einfach. Lol, ein Bogenschütze, der mit Schwert kämpft. Hä? One hit? Lol. Ach ja, und ganz kurz zu mir nochmal. Ich bin ja der Karlotz, nicht mehr der Karlotz Gamer. Stirb! Stirb, 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 stirb. Stirb, 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 oh! Was wollte ich sagen? Du bist nicht mehr der Carlos Gamer. Ja, genau. Und ich bin der Carlos, ich habe auch einen neuen Kanal da. Das ist Carlos. Und ja, da werde ich aktuell dann immer regelmäßig Video hochladen. Aber das erst ab dem 1. Januar 2013. Boah, Jo. ich bin gestorben. Ne, und darum wahrscheinlich auch die erste Survival PvP mit Setmix Ja, oder Bad Air Setmix, Bad Fighter. Air Fighter, Rusty Offroad, gibt's viele Namen Ja, bei mir. wie auch immer. Es ist lustig, weil früher hieß ich halt im Internet immer Ja, Rusty eben. Offroad und dann habe ich halt gedacht, komm, mach mal YouTube-Videos. Dann hieß ich Bad Air Fighter, dann folgt der Name Gay und jetzt heißt ich Setmix. Ja. Oh, die Musik ist gerade übelst laut, ne? So, Musik aus. Naja, komm. Welche Musik? Ja, Minecraft, die Originale. Aua. Boah, stirb! Hab die ab und zu mal an. Warum? Weil es geil ist. Sieht man so alte Zeiten. Alle bleiben stehen auf einmal. Boah! Hui! Ja, die wollen auf so einen Teleporter. Oh, der ist schlecht gemacht. Ich bin gerade gestorben. Haha. Lol. Ja, und die. Nein! Wir haben ja gerade vorher gesagt, die abwechselnd hochladen und so. Ja. Die nächste Folge von mir, die kommt dann wahrscheinlich eben im Januar erst wahrscheinlich. Ja. Und was hast du denn so jetzt vor? Erstmal gucken, wie ich das mit den zwei Kanälen mache. Ob ich jetzt wirklich Minecraft nur auf BitAirFighter hochlade oder ob und sag mal bei Setmix. Oder ob Setmix wirklich komplett Minecraft-frei ist. Das muss ich mal gucken, wie ich das mache. Okay. Oder ob ich halt BitAirFighter komplett links liegen lasse. Aber das wäre natürlich ein bisschen schade. Das klingt schon auch geil. Okay, ja. Ja, also es ist deine Entscheidung. Ich habe keine Ahnung. Eben, das musst du Alter, noch. ich sterbe immer. Einfach so. Einfach so. Ja, die Das regt macht. mich so ab. Das wäre ein bisschen zu eingestellt mit deinem Plugin, dass wenn die Bogenschützen dir einen Headshot geben, bist du One-Hit. Alter. Ist ein bisschen scheiße, aber Ja. Realismus halt. Naja, Minecraft und Realismus. Boah. Das Geile ist, wenn wir mal auf einer anderen Map spielen, also bei den nächsten dann, dann ist es halt so, dass Heavys wirklich richtig geil sind, weil die halten so viel aus, das ist wirklich krass.
Bei dieser Web sind einfach Bogenschützen total, ja, OP halt. Ja. Aber ich habe keinen Bock auf Bogenschützen, weil ich so schlecht bin im Schießen. Nein, nein, Leon, festhalten! Boom. Nein! Yes! Bogenschütze, ich töne dich. Oh, geil, gekillt. Komm, wir gehen mal zusammen auf jemand. Ich glaube, bei der gegnerischen Base irgendwas, wo so viele WTF. So ja, ich warte am Spawn. Kommst du dann? Vielleicht, weil ich sterbe. Haha! Okay. Hihi! Du wirst penetriert! Oh, der eine ist tot. Lol. Wow. Ich hab einen Bogenschützen gekillt. Hihi! Ich hab, glaub ich, nicht. Ich hab irgendwie 5 Stück von mir am Arsch. Das ist total geil. Boah. Ficken, 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 ficken. Tut ein. Jetzt noch ein gekillt. WTF. Bocken, bocken. Boxt. Jetzt nicht mehr. Oh, schon gut 3-4 gekillt. Einfach auf einer Position. Aua. Ja, toll. Boah, Alter. Nein. So, jetzt bin ich beim Spawn. Wo bist du? Zu viele Gegner, zu viele Gegner. Wo bin ich? Was? Schneller bei dir, Mensch. Nein. Oh. Wo bist du? WTF. Keine Ahnung. Ja, komm. Wow, nein, ich bin aus der Welt gefallen. Ja, dann warte ich schnell hier auf dich. Ich bin Gott im Wasser. Okay, wiederbeleben. Ja. Ne, und wollen wir über irgendwas reden? Wir haben nichts vorbereitet. Weiß nicht. Aber ich hätte noch ein etwas Spontanes. Dann sag. Und zwar, es ist ja das iPhone 5 rausgekommen. Das iPhone 5. Ja, und Apple und so Samsung, die haben so einen Fight. Und Apple hat gerade irgendwie am ersten Vorbestellungstag vom iPhone 5 2 Millionen eingebracht. Keine Ahnung, ja, und was sagst du denn eigentlich zum iPhone 5? Oder Samsung? Allgemein finde ich scheiße. Oder Samsung Galaxy S3. Also ganz ehrlich, ich finde einfach, bei mir ist einfach iPhone 4 fertig. Das iPhone 5 ist so ein bisschen besser, aber ganz ehrlich, es lohnt sich für mich eigentlich gar nicht, das jetzt zu holen. Und zum Samsung Galaxy sage ich einfach, egal welche Version, es ist einfach eine Kopie, eine Nachmachung. Ja, eben, und immer das Gleiche. Ja, eben. Und aber irgendwie, jetzt, das ist ein gutes Beispiel, das iPhone 5, man sieht ja immer das Nachmache, die Nachmache, Fail. Die haben uns immer Apple immer nachgemacht und jetzt auf einmal, die hatten mal beim S3 das größere Display und jetzt auf einmal iPhone 5 das größere Display. Ja. Das ist merkwürdig. Ja, ist schon komisch, aber die tun sich irgendwie gegenseitig ein bisschen auf. Ja. Sag's mal so. Und wie findest du Nokia? Hihi, oh Mann. Lumia. Oder HTC. Ich muss sagen, Nokia ist so weit hinten rein mit der Technik, ist es schon eigentlich traurig. Ja, die sollten pleite gehen. Kennst du noch das ganz alte Nokia? Boah, ist erst Handys. Ja, das bei mir auch. Das war so extrem stabil, das war so geil. Ja, Mann. Das konnte so weit runterfallen lassen, es passiert einfach nichts. Ja, und ich hatte auch so ein erstes Handy, das war ein Nokia zum Aufsliden. Ja, genau. Und ich schaue, das ist geil. Ja, aber ich finde echt, die alten waren so cool, die waren so stabil. Also mit denen konnte ich sogar Metallplatten zerstören und denen macht nichts aus. Richtige Klassiker. Die waren schon geil. Was ist passiert denn da? Explosivpfeile. Alter, ich habe einen LSD-Trip. Lol. Warum bin ich im Nether? Im Nether? Nee, ich stelle bei mir. Was zum? Ach, du bist betrunken. Ja. Oder? Ich check's nicht. Das ist so ein Buff, der ist betrunken, wenn die dir so einen betrunkenen Trank an den Kopf schmeißen. Boah, ich war betrunken. Lol. Lass uns ein Thema überlegen. Shit happens. Ja, oh, klar. Shit happens, gutes Thema. Nee, ich mein, eben, mir egal. Das sollte eigentlich kein Thema sein. Ja, guck mal auf dich, wir müssen zusammen auf Streif. Ja, ich bin jetzt gerade beim Spawn. Okay, ich bin gerade beim. Wo bin ich? Im Nichts. Okay, warte beim Spawn, ich bring mich selber um. Okay. Ich warte. Nee, hier. Oho, wieder Level. Wo bist du?
Beim Spawn? In einem Spawn. Hey! Komm, Bauchklatscher. Wo bist du? Ich bin am Spawn. Ich bin hier. Der hüpft. Der Aggressive. Ich seh niemand, der hüpft. Doch, ich steh vor dir. Ich schwör, ich seh niemand. Ich steh vor dir, du... Hallo, was machst du genau? Ich steh vor dir. Ich schwör, ich seh... Hier, 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 hier. Ja, genau, der. Siehst du mich? Nee. Wo bist du? Direkt vor dir. Mit Heft läufst du mich durch. Oh, warte. Reconnect. Guckt mal, ich hab einen coolen Skin. Warte. Coolen Skin, juhu. Oh Gott, das ist der Server voll. Jawohl, wo bist du? Ja, runtergefallen. Warum renn ich? Weil Apfelbaum. Boah, ich brenne beim Spawn, brennt was. Ich bin bei Rot. Nein! Du bist mein Gegner. Ja, bei Rot hat es ein brennendes Spawn. Lol. Hey. Ich bin dein Gegner. Ich hoffe, dass die Map bald fertig ist. Weil. Weil. Baum. Dann, genau. Weil Apfelbaum. Weil mir kein Thema mehr einfällt. Alter Mann, das spackt darum wie nix. Okay, wir nehmen ein sehr bekanntes Thema. Abo geil bzw. Geld geil. Was meinst du denn dazu? Ich bin Abo geil bzw. Geld geil. Du bist Geld geil? Und du? Nee. Also mich interessiert Geld eigentlich so gar nicht. Ich hab eh genug davon. Ja. Also mir ist eigentlich egal, ob ich jetzt Partner werde oder nicht. Oder ob das so bleibt, wie es ist. Ich bin als Wayne. Ich nehme eigentlich nur auf, weil... Nee, bei mir... Ja, warte, irgendwie in letzter Zeit denke ich, YouTube will mich trollen. Nee, im Ernst. Ja. Irgendwie, ich kann geplant hochladen und monetarisieren. Alles kann ich. Okay. Auch auf dem neuen Kanal. Aber benutzerdefinierte Thumbnails, das geht einfach nicht. Das kann man ja jetzt als Nicht-Partner. Ja, und auch geplant hochladen und... Ja, das kann man jetzt auch als Nicht-Partner. Das ist total geil. Ja, falls ihr das... Ich meine, Assassin's Creed habe ich jetzt auch schon... Warum kann ich das nicht? Das regt mich so auf. Keine Ahnung. Also bei mir funktioniert das alles. Also bei Assassin's Creed habe ich schon alle Parts, ich sag jetzt mal, hochgeladen, aber die werden erst täglich einen freigeschaltet. Ey, es hat immer einen brennenden Spawn. Ey, die Framerate geht wieder. Juhu! Aua. Okay, Thema nochmal. Abo geil und Geld geil. Was denkst du, Gronkh ist Geld geil? Nein. Okay, nee, beides. Ich find's irgendwie komisch. Also teils kommt mir echt so vor, dass seine Let's Plays teils wirklich ein bisschen in die Länge ziehen. Also wenn du dir Cry of 4 anguckst, das ist teils wirklich extrem in die Länge gezogen. Also er legt eine Waffe irgendwie 10 Kilometer ab und rennt dann zurück, um sie zu holen. Oder mit dem Speicher und er rennt immer zurück, immer. Ja. Also das schon ein kleines in die Länge ziehen. Schon. Also ein bisschen Geld geil ist sicher da. Ey, ich schieß dich ab! Ja, gar nix. Gott. Hui! Ja, Gott. Ich bin auch stirb, scheiße. Stirb. WTF! Oh. Ja, du brennst! Ja, stirb! Ich bin runtergefallen. Oh. Ich hab dich schon... Oh, Bomben! Alarm! Ey, nein! Ich bin betrunken! Das ist so geil! Halt die Fresse! Was ich auf YouTube auch geil finde... Ach du Scheiße! Was ich auf YouTube auch noch lustig finde, ist... Du sagst zum Beispiel eine Kuh, Emma. Und sofort kommen Kommentare. Wir haben schon einen Gronkh. Also, mal irgendwie alles, was mit Minecraft zu tun hat, ist von Gronkh geklaut. Diese Nachmacher. Die ja, es ist ja keine Nachmacher. Ja, nee, es gibt schon irgendwie. Du weißt es ja nicht, schon. Die kopieren auch zum Teil einfach Gronkhs Beschreibungen, fügen sie ein. Ja, das gibt's schon. Aber teils sagt man wirklich Wörter wie zum Beispiel, hast du nicht gesehen. Und sofort sagen alle, das hast du von Gronkh. Also. Nee. Das ist schon ein oder, bisschen mühsam. Oder auch so Leute, die schreiben einfach in die Tags. Gronkh ist viel besser als du. Ja, ne. Als solche Sachen, oder? Aber das kann oder, man ja oder, nicht oder warte mal. Krass. Das hast du von der Bito geklaut. Hä? Ja. Ja, mach mal. Das ist schon leicht mühsam, weil man kann es gar nicht vergleichen. Weil
Man ist ja eine ganz andere Person und kommt macht auch schon viel länger oder der Bieter halt. Also darf man eigentlich so gar nicht vergleichen. Ja. Oho. Und ja, gebe ganz ehrlich zu, ich bin Gronkh und der Bieter-Fan. Ich bin nur Gronkh. Ich finde beide toll. Wir könnten ja mal so irgendwie so ein Let's Show machen. Let's Show, die besten YouTuber. Show unsere Let's Show unsere Abos. Ja. Yeah. Nee, das war sinnlos. Ja. Ja, wen hast du denn so abonniert? Hui, da gibt's einige. Der Vitor, schon Let's Play, Gronkh, also ein paar Bekannte, ich sag jetzt mal ein paar Unbekannte. Ja, ich auch. Da kommen einige Unbekannte, unter anderem dich. Und SmartLP habe ich noch. Da gibt es einen, der hat noch keine 1000 Abonnenten erreicht, aber der ist super geil, könnt ihr mal vorbeischauen, der heißt Galiadal, der ist super. Okay, warte, ich muss Schluss machen. Können wir die Folge gerade irgendwie beenden? Ja, klar, mach ich das. Okay, Freunde, der nächste Part ist dann wieder bei Carlos. Und ich denke, das war's für diese Episode. Hoffe, es hat euch gefallen. Vergesst nicht zu bewerten, zu kommentieren. Ich muss gehen, tschüss. Tschüss. Und ja, ich habe jetzt noch den Schluss fertig. Einfach so. Und eben, IP in der Beschreibung und Carlos Kanal natürlich auch in der Beschreibung. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.